Kies und Kreis und Kies und Kreis und Kies und Kreis im Wald. Flugzeug stürzte ab und Kies und Kreis sind jetzt im Wald. Alle tot und nackte Menschen, Blut verschmiert im Wald. Kies und Kreis und Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Kies und Kreis, ja, Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Immer noch keine logische Erklärung, warum wir wieder hier sind. Warum ist wieder alles auf Anfang? Ich verstehe das alles nicht. Wo sind die News? Hallihallo, liebe Freunde. Ihr wolltet die News, ihr kriegt die News. Kyle Uluglak ist zurück auf der Insel. Und die Aztalecken vom Muttelstrand Nord haben etwas Neues erfunden. Naja, gut, ich hab gedacht, alle Gausen leer gepumpt, die Frauen ausgestorben, alle weg, Muschelstrand Süd hat die alle mitgenommen. Was kann ich jetzt machen? Naja, eben fix Zeitreisegerät erfunden, zack, überall wieder pralle Gausen zurückgeholt. Allerdings sind da zwei Typen mit durch den Strahl geflutscht, aber das ist mir egal. Die habe ich angefasst und dann im Wald nackt liegen lassen. Dankeschön, das war Kyle Uluglak mit einer total logischen Erklärung, warum wir wieder von vorne anfangen. Das war die Erklärung? Das war einfach nur irgend so ein Typ, der ein Zeitreisegerät erfunden hat und hat uns dann nackt am Strand liegen lassen. Ja gut, keiner wusste ja, wofür dieses Relikt ist, ne? Weißt du, wofür das Relikt ist? Ich weiß es nicht. Klar weiß ich das. Oh, das ist schon Gammel hier, das ist dann dein Fleisch. Wie, ich habe kein Gammelfleisch da hingelegt. Ich habe zwei. Aber so ein gammeliges. Ich habe zwei Fleisch mit reingenommen. Brennst du? Ja, das hilft gegen den Hunger. Ach so. Ja, stimmt, ich hab auch. Oh Gott, ich krieg einen Darminfekt. Naja, weil du hier wahrscheinlich Altwasser trinkst, das musst du erst abkochen. Ja, aber ich muss ja irgendwie Feuchtigkeit gewinnen. Ja, aber da, hier hast du eine Limo. Ich hab keine Limos, wo hast du Limos her, Alter? Da muss man sich immer schön eine Limo holen. Ne, ich hab eine blutige Leckaxt. Schöne Limo und dann... Willst du hier Holz oder Stein? Ich find, soll das Ding komplett aus Stein sein oder willst du irgendwie noch ein bisschen abholzen? Ich finde, wir könnten jetzt, guck mal, wir haben ja unten Holzrahmen mit Steinboden. Dann machen wir oben Steinrahmen mit Holzwand. Das ist doch schön, das ist doch, also dann haben wir gleich noch Design und Schönheit, alles an einem Fleck. Dann kommt hier unsere Tür rein. Brauchen ja. Wir aber erstmal halt jede Menge. Ja, wir könnten ja Dings mal auch dann sagen, er soll irgendwie Bäume fällen. YY könnte eigentlich mal hier richtig die Natur zerbersten in der Zeit, wo wir unterwegs sind. Oh, da fällt jetzt ein Baum aufs Haus. Vorsicht. So, jetzt hol mal hier was. Hast du verstanden, Minion? Alles Gläschen oder was? Wie viele kann man tragen? Zwei. Hä? Na, hab ich da schöne Tür reingekloppt. So. Ich dachte gerade, der Holzstamm schwebt, aber es war Weiwei. Weiwei, der alte Houdini mit dem Stamm. Mit dem schönen Dickholz. Baum brellt. Nur die Frage, ist das schon genug für eine Tür? Ey, Weiwei trinkt gerade wieder Wasser? Ja, der kann das. Der hat nämlich seinen Darm dafür getrainiert. Ja, der hat irgendwie... Ist der eigentlich jemals wieder normal oder haben wir den jetzt ins Grundschulalter zurückgesprengt? Ne, der ist jetzt weg. Der hat jetzt so ein Aneurysma und dann... Also den kriegen wir nicht mehr auf Kante. Naja, klar. Dem kam neulich Bautzener Senf aus dem Ohr. Und da ist dem schönen Bautzener rausgesprudelt. Da bin ich vom Glauben abgefallen. Eigentlich kann man eine Steintür bauen. Warte weiß mal. Ich nicht. Das wäre nämlich cool, wenn in der Mitte eine Steintür wäre, weißt du? Alles Holz. Steinrahmen. Hier, Steintür, es geht sogar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Schichten Stein. Alter, da ist ein Baumstamm runtergefallen. Der wird jetzt vom Wasserfall da runter Richtung Strand gespült. Und dann wird ein Hai erschlagen. Warte mal ab. 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal. 2. Ja, das passt rein. Da machen wir nämlich eine Steintür. In der Mitte. Weil das geht. Es gibt Steintüren? Ja. Wie geht das denn? Bau mal rein. Na, ich bin schon dran. Ey, richtig schön die Natur zerstört. Wir könnten ja, auch übelst den Turm. Weißt du, guck mal, wenn wir jetzt hier so einen Turm hinstellen. Ja, so ein Todestower, ne? Und dann könnten wir da darunter ins Tal rutschen bis zum Strand. So eine riesen Seilrutsche machen.
Oder gibt's hier auch so hier so Schildkrötenrutschen wie damals? Gibt's die noch? Weiß ich gar nicht, aber es gibt auf jeden Fall neue, komische, hässliche Dinge, die man machen kann. Hier steht das Golfauto, steht hier noch im Gebüsch. Aber der untere Sockel hier, kann ich jetzt hier nichts, kann ich jetzt nichts hinsetzen? Und ja, das wäre ja richtig doof. Aber der Allmann konnte schon wieder in Folge 1 nicht... Ihr macht die ganzen Beerenbüsche kaputt, Alter. Als hättest du in diesem Spiel nicht genug Beeren, weißt du so? Die Beerenbüsche! Muss ich da unten jetzt wirklich... Naja, da unten muss Holz bleiben. Oh, ich hoffe, da geht die Tür dann trotzdem rein. Alter, was für riesige Bäume. Jahrhunderte sind die gewachsen. Was war das denn? Da ist ein Baum auf dich draufgefallen, eventuell. Ja, geil. Ja, man schmeißt hier mit Stämmen rum. Irgend so eine kranke Sau. Ja, eher nichts für, wenn du da stehst. Na, wegen deinem komischen Bandwurm, den du jetzt da irgendwie hast. Baumbandwurm? Der Junge kann nicht mehr klar denken. Der diesen geil. Fiesen Durchfall hat, ne? Es wird ein richtig schöner Bunker hier. Ich freue mich schon, mich darin zu verstecken. Hey, ich hab... Das da muss mit Stein ausgetauscht werden, aber irgendwie kriege ich da unten keinen Stein rein. Bekommst du da unten Stein rein? Wahrscheinlich nicht, wenn du auch keinen reinkriegst. Ich meine, du bist ja hier der Administrator der Runde. Ja, aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Warum soll ich denn jetzt da keinen Stein reinkriegen? Weiß nicht, vielleicht musst du erst alle oberen Steine wieder abreißen oder so. Alter, die Bäume sind aber auch lang, ne? Wir können so schön die Natur hier zerstören. Also ich finde. Was hast du denn jetzt rausgeholt? Irgendwas hast du rausgeholt. Da sind auf jeden Fall Ritzen drin unten jetzt. Oder ich habe zumindest was gesehen, was ähnlich aussah. Da oben. Eigentlich hier einen Stein reinmachen. Ist irgendwie das Zelt zusammengebrochen? Moment, ich mach mal alle Steine weg. Ich mach weil hol mal die Stämme da aus dem Wasser. Gut gemacht, Junge. Gut gemacht. Eigentlich ist das Bausystem so easy. Können wir ein paar Blätter reinwerfen? Nee. Das geht nicht. Da kannst du nur Holz reinmachen. Ja, aber wie willst du deine Steintür bauen? Ist ja irgendwie nicht. Erst locken mit hier so Luxusimmobilie und dann. Dann müssen wir auch später noch so Fenster reinschlagen und so, ne? Ja, das kommt noch alles rein. Aber ich will hier halt eine Steintür haben. Boah, guck mal, stell mal vor, du hättest jetzt, weil du das hier gerade so hinstellst, aber stell dir vor, du hättest so einen Zugang, ne? Also so einen kleinen Vorflur und in dem Flur hängen von innen Fackeln und Köpfe. Ja, das wäre schon sexy, damit man direkt irgendwie Panik bekommt, dass hier Psychopathen hausen. Das wäre auf verschiedene Arten und Weisen ziemlich geil. So, jetzt geht's. Ich müsste echt alles wegreißen wegen diesem Holzrahmen. Aber jetzt kriegen wir eine Steintür, Mann. Eine Steintür. Ja, wir sind so fortschrittlich. Ja, so ein Gang wirklich wäre echt cool, wo dann halt wirklich diese ganzen Tierköpfe hängen, damit man richtig sieht, oh, ja. Bin ich denn da jetzt gelandet? Was ist das für eine perverse Sekte? Wie kann ich mitmachen? Jetzt habe ich hier irgendwie aus Versehen so eine Schräge dran gebaut. Kann ich das einfach wieder abhacken? Das klingt falsch, abartig und pervers. Wie kann ich mitmachen? Weil legt da oben die Baumstämme hin und dann rollen sie wieder runter und er sammelt sie unten wieder ein und legt sie oben wieder hin. Oh. Pepetum Weiwei. Der arme Kerl, Weiwei. Oh Gott, jetzt rollen die da runter, die Stämme. Moment, jetzt kann ich aber immer noch. Ich mach immer hier. Ah doch, jetzt geht's.
Hey, die Büsche ein bisschen entfernen. Look at this, my friend. Jetzt brauche ich hier. Warte, jetzt brauchen wir als nächstes. Wollte sagen, bis jetzt sieht das hier, nicht nach einer Tür aus. Na, Moment, ich bin ja noch dabei. Ah, jetzt wird schon thüriger. Thüringer? Da, ist das eine Tür oder ist es eine Tür? Alter. Das ist. Aber die muss andersrum. Warum ist die andersrum? Ja, stimmt. Wobei, hier drin ist ja auch rund, also von innen macht es keinen Unterschied. Ja, von außen sieht das irgendwie komisch aus, finde ich. So ist besser. Ja, ja. So sieht es besser aus. Ja, geil, oder? Schon nicht schlecht, so eine Tür, ne? Schon nicht schlecht. Kann man ja nichts sagen. Man halt hier den Gang der Schande machen. Weil man halt wirklich so durch so einen Fackelkorridor muss, ne? Ja, ja. Also die Tür ist bei mir gerade richtig am Breakdancen, bei dir auch? Stockstrukturen? Nee. Man kann auch an die Tür irgendwie noch einen Griff machen und sowas. Echt? Mhm, damit du sie zumachen kannst und so ein Kram. Alter! Das habe ich ja noch gar nicht gesehen hier. Ist das Neues? Das ist doch neu! Das ist doch neu, oder nicht? Hast du mal den Baumodus gewechselt? Ja, mit X. Ja, und da ist direkt hier so Unterschlupf, kleine Blockhütte. Hier so ein Anbau irgendwie. Ach so, nee, das ist nicht neu. Baumunterschlupf, das sind aber, es gab doch nur einen, oder? Es gab doch nicht. Gab's die Hütte? Gab's schon? Nee, die gab's. Nee. Doch. Und der Stuhl mit Fell? Und die Couch? Alter. Okay, die Fensterläden sind ja cool. Der Stuhl mit Fell gab's noch nicht, ne? Fliesentisch? Ein Fliesentisch? Wirklich jetzt, wo man Zigaretten stopfen kann? Sieht so aus wie ein Fliesentisch. Nee, Couch und so ist neu. Der Tisch, den gibt's, den gab's schon. Diesen Ecktisch, diesen merkwürdigen. Bierständer. Steinlager. Ey, der schmeißt mit Kot! Hab ich dich erwischt, wie du mit Kot wirfst? Komm her! So, Mama, wie mache ich? Mal hier, guck mal, ich jetzt die Tür abschließen. Die Uluglack Boys. Tür ist abgeschlossen. Ja, aber hier. Durch die Tür. Die Uluglack Boys greifen an. Aber du kannst nicht durch die Tür. Ist ja schön. Doch, ich kann da durch, oder? Nee, hä? Nee, abgeschlossen von innen. Ja, aber dann, das ist jetzt gerade dann schlecht, ne? Würde ja, ich du jetzt kannst ja hier noch rein. Ja, ja, noch, aber dann bauen wir es zu und... Alter, es gibt so richtig coole Steinfensterläden. Die sind auch nicht schlecht. Also wäre das sowas wie der Bunker oder wie? Der Eisenbunker. Ah ja, schmeiß mit Kot hier noch. Ja, sag ich doch. Hat er nochmal richtig rausgepfeffert. Schweine. Schwein. Richtige Schweine. Richtiger Saukerl. So Sausbär, der Schweinebär. Der Blöde. Dem hau ich mal schön seinen in der Fräse rein, dort, dem blöden, dreckerlichen. Schön in der Fräse. Schön in der Fräse reingemault. Ich hab den schön abgemiault. Das ist eigentlich schon eine geile Hütte. So, für einen Start. Ja, für Stunde mega. Null. Noch ein paar Tierköppe. Ein paar Köppe drauf, du. Noch ein paar Tierköppe drauf. So, die Hütte ist wieder offen. Der Boy Club erwartet wieder. Willkommen im Boy Club. Der Boy Club hat wieder Empfang. Ja, wir müssten gucken, dass wir uns mal ein paar Limos oder sowas ziehen. Unbedingt Limo. Ja gut, jetzt sind wir so ein bisschen schon mal eingestielt hier. Schon eingefettet. Das heißt, wir können ja auf die erste kleine Mini-Mission können wir dann bald schon gehen, ne? Hä? Wir können jetzt mini-missionieren. Auf X macht man die rein. Achso. Es passen jetzt auch viel mehr Stöcke und Steine da rein, oder? Boah, ich glaube 50 ging immer rein. Hier gehen 30 rein, nee. Das ist, glaube ich, immer noch gleich. Das ist nicht neu.
Aber es ist hier eh so irre, du zerklopfst da so einen ganzen Busch, ne, und kriegst irgendwie 3 Stöcke raus. Ja. Ich fahr mal in so ein Camp rüber und schau, was da so abgeht. Ihr macht einen Karren bereit und holst mich ab, oder was? Hier rennt doch schon wieder einer. Ganz schön für Kyle Ulo klackt. Ja, der ist da so ein bisschen schlecht geparkt, ne? So. Kommen Sie ran da. Warte, ich sammle gerade noch 2 Stöckchen ein für unterwegs. Ach, das ist er. Ah, ich setze mich entspannt mit rein. Zum Fernseher da drüben. Zum Fenso. Zum Fenso. So nett ist mein Sohn, Fenso. Das klingt wie so ein Bär aus irgendeiner Fernsehsendung. Fenso. Hallo, Kindo. Fenso. Ich bin Fenso. Wo ist denn da die Straße? Hier drüben ist ja voll verwuchert hier. Guck mal, da müssen wir alles wegholzen. Du musst den Weg entlang. Links ist Teich, rechts ist Schlucht. Aber ich glaube, das ist eine gute Position da. Ja, zum Verteidigen ist das top. Aber da kommt erstmal niemand ran. Das Ding steuert sich deutlich angenehmer jetzt. Ja, und ist auch schneller, glaube ich. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist schneller. Das kann ich nicht sagen, weil es sich angenehmer steuert, ist es wahrscheinlich schneller. Aber es war eine gute Sache, dass sie es eingebaut haben. Also die Insel ist halt so gigantisch, wenn du keine Fahrzeuge hast, ist ja eh jetzt mal ein Todesmarsch irgendwo hin. War das unser alter Place to be? Nee. Nee. Hm. Oh, was hängt denn da? Da hängt doch eine Folie. Da hängt doch eine Folie. Wie geht man nochmal raus mit G? Vielleicht gibt es auch irgendwie noch eine Spreckel. Ach, Strippenback vielleicht. Oh ja, siehst du, das ist doch schon mal was. Guck mal, da sind noch ein paar Nackte. Kannst aber direkt ein paar Köpfe mitnehmen. Boah, das sind viele Nackte hier. Oh, ja. Ich bin fast tot. Ich habe auch keine Pillen mehr. Oh, Alter, die fressen direkt ihren Mate. Oi, Mate. Alter, ja, wir... Bist du noch am Leben? Ja, aber du hast mich gerade schon ein paar Mal geschlagen, deswegen wollte ich nicht dazwischen gehen. Alter, ihr habt aber auch echt so richtig, richtige Schlammgaus. Alter, komm, noch mehr Schlammi. Wir brauchen bessere Waffen. Boah. Guck mal, der windet sich immer noch, der hat einen Anfall. Der hat einen akuleptischen. Einen akuleptischen. Boah, die Gesichtsausdrücke in der Köppe ist schon krass. Ja, kannst ja immer nur einen Kopf mitnehmen oder so. Ja, leider. Aber der hat einen Louis verloren hier. Muss ich direkt mal reingucken, was da drin ist. Und Prep Meal. Oh, kann ich mal. Alter, guck mal da auf den Baum! Moment, ich bin am Essen. Guck mal auf den Baum da oben. Er ist da hochgeklettert. Die Waschbärmutter. Mit einem Stein? Ich weiß nicht. Warte mal, Kiesel konnte man doch werfen. Moment, ich hab einen Stein. Wo ist sie da? Ich hab sie getroffen. Aber Felle kriegt man von denen nicht, oder? Nee, die geben leider kein Fell. So ein Mützchen wäre halt geil, ne? Wenn man sich so ein... Oh ja, so eine Waschbärmütze wäre toll. Zu wenig Ausdauer. Ich bin halt durstig. Ich brauche unbedingt... Wir müssen weiterziehen. Kommst du drauf? Ach so, ja. Lass mal oben zu diesem orangenen Symbol fahren. Aber früher hat man noch jetzt auch alles. Aber früher hat man noch Blätter noch eingesammelt, während man durchgefahren ist. Was war das mit dem Auto oder mit dem? Das war mit dem anderen Ding. Ja. Kommt man dann am besten über einen Fluss? Vorne ist nämlich ein Fluss. Na, notfalls. Da drüben. Oh. Sieht nicht gut aus.
Aber da unten ist doch eine Straße rechts von uns. Rechts ist so eine. Oh. Das passt schon. Das ist richtig so. Oh Gott. Ich hab. Nee, jetzt ist alles gut. Und ein bisschen. So. Hier ist eine Straße. Ja, da ist wahrscheinlich auch eine Überquerungsmöglichkeit dann. Denkst du, da passt mal durch? Ja, zieh durch. Boah. Leicht angedeicht, aber. Leicht angedeicht. Hast du diesen neuen Wonka-Film gesehen eigentlich? Nee. Da ist eine ganz tolle Stelle drin. Wird da jemand angedeicht? Nein, da sitzen dann so ein paar Reiche irgendwie, die halt so Schoko-Imperium haben. Und dann sagt der eine irgendwie, ja, blablabla. Irgendwie blablabla, die Armen. Und dann macht der eine so, oh, Entschuldigung, ich habe ein bisschen Erbrochenes im Mundwinkel. Weißt du so? Er mag es nicht, wenn jemand die Armen erwähnt. Und dann wirkt er wieder so. So geht's dir doch auch immer, ne? Und ich musste so lachen und da. Das ist so ein Moment, wo ich denke, Kies würde jetzt sagen, Kreis, guck mal. Ist wie bei dir. Ja. Weißt, ja. Die Armen. So, was haben wir hier? Fernseher irgendwie. Kyle Uluglack wohnt hier. Hier piept doch was. Ist das Kyles Butze? Das hier. Ah, da gibt's eine Batterie, aber mehr nicht. Ah, da kommen wir hier in eine Höhle. A Cave. Gehen wir beim nächsten Mal rein, oder? Ja, würde ich sagen, oder? Machen wir uns beim nächsten Mal hier in der Höhle gemütlich. Mit Batterien. Gehen wir schön in die Höhle rein. Mit dicken Fleischgausen. Hast du irgendwas an Medizin oder so? Nö, ne? Nö, nix. Oh, perfekt. Wie die Profis halt wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bewerten, kommentieren. Auf Wiedersehen und tschüss.